Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut. Ich habe vor einigen Wochen diese Zitronen-Mascarpone-Torte für euch hochgeladen und da kam so großartiges, einfach wahnsinnig schönes Feedback, dass ich mir dachte, okay, lass uns nochmal sowas Frisches machen, daher diese Solero-Torte. Wenn ihr andere Geschmackswünsche habt, dann schreibt ihr doch einfach mal in die Kommentare, vielleicht kann ich darauf zurückkommen. Bevor wir darauf zurückkommen, sollten wir uns aber wieder auf das eigentliche Video konzentrieren. Und zwar habe ich gestartet mit einem Biskuit, also was ganz Normalem, was ihr von mir kennt. Dafür schlage ich meine Eier in meiner Küchenmaschine schon volle Möhre auf und gebe da eine Prise Salz zu, die ist da ja schon drin, plus den Zucker. Was ich auch mache, ist, dass ich mir hier mein Zitrönchen einfach nur runterreibe, dass ich gucke, dass ich da wirklich nur die gelbe Schale von meiner Zitrone runterkriege und nicht den weißen Membran, weil der ist immer ein bisschen bitter, ein bisschen herb und das solltet ihr vermeiden. Abgesehen davon, dass ihr eine Bio-Zitrone nehmen solltet, aber ich denke, das liegt auf der Hand. Ihr seht also, meine Eier schlagen, fröhlich vor sich hin, bis die an Volumen ungefähr verdreifacht haben, bis die richtig schön fluffig sind. Die Farbe wird dann immer so ein richtig schönes Pastell-Orange-Gelb. Und wenn ihr zu diesem Schritt gekommen seid, dann können wir den Schneebesen rausnehmen und unsere trockenen Zutaten da unterheben. Und vorher noch eben, nicht vergessen, die Zitronensästen da reingeben. Das heißt, was ich zu diesem Zeitpunkt auch schon vorbereitet habe, ist erstens meine Springform als auch den Ofen vorgeheizt, damit das Ganze jetzt gleich, nachdem das alles untergehoben ist, sofort in den Ofen wandert. Ganz wichtig. Ihr seht, hier bin ich meine trockenen Zutaten mit ganz viel Liebe, es sieht immer super schnell aus, aber es war nicht wirklich schnell, mit Liebe am Unterheben. Gucke, dass ich meinen Schaum auf jeden Fall nicht kaputt mache, sondern dass alles immer noch schön fluffig bleibt, aber ich eben keine Mehlneste habe, das ist natürlich wichtig. Und dann wandert das in den Form. In meine Springform, nicht gefettet, aber mit Papier unten drunter. Einmal grob glatt streichen und dann, wie gesagt, in den vorgeheizten Ofen, bis das Ganze schön goldig ist. Und nachdem das durchgebacken war, habe ich das auf einem Gitter komplett 100% abkühlen lassen. Und da machen wir jetzt gemeinsam weiter. Das heißt, was ihr hier seht, ist, dass ich links meine eisekalte Sahne habe. Ist auch wieder ganz wichtig, dass wenn ihr Sahne aufschlagt, dass die richtig kalt ist. Also meine Schüssel zum Beispiel, genauso wie mein Schneebesen, waren auch für einige Minuten im Eisfach, damit das wirklich eiskalt ist. Ich glaube, ihr versteht, wie wichtig das ist. Das schlage ich jetzt einfach nur mit meiner Küchenmaschine auf und lasse einfach das so lange laufen, bis meine Sahne komplett oder fast komplett steif geschlagen ist. Da kommt dann noch ein bisschen Sahne steif zu, aber so weit sind wir noch nicht. Da machen wir dann gleich wieder zusammen weiter. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, wo das also am Schlagen ist, ich habe mir meine kleine Winkelpalette oder normale Palette genommen und löse mir meinen Biskuit, der jetzt halt, wie gesagt, 100% abgekühlt ist, aus meiner Form raus. Wenn ihr das macht, macht das bitte am besten nie mit einem gezahnten Sägemesser, damit macht ihr euch den Ring kaputt, sondern immer mit einem stumpfen Buttermesser oder sowas. Und wenn das passiert ist, Ring einmal wegnehmen und ich nehme mir dann mein Tortenmesser. Ich gucke mal, dass ich euch das in der Infobox verlinke. Das ist mir nämlich Gold wert und schneide mir da aus meinem Boden drei einzelne Böden raus. Und wenn das passiert ist, können wir jetzt mit der Füllung weitermachen. Dafür wollte ich erstmal meine Böden tränken. Immerhin machen wir eine Solero-Torte. Das heißt, ich habe mir frische Maracuja-Früchte genommen, Passionsfrüchte, habe da das Fruchtfleisch rausgenommen und tränke damit jetzt meine Böden so ein bisschen. Wenn ihr keine Passionsfrüchte finden könnt, dann könnt ihr auch ganz normalen Maracuja-Saft nehmen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Das habe ich nämlich noch extra da drauf gepackt. Zuerst habt ihr aber gerade gesehen, habe ich in meine Sahne Sahne steif gepackt, damit das Ganze ein bisschen fester wird und ein bisschen abgebunden wird. Das war aber nicht ganz optimal, das seht ihr auch nachher, das erkläre ich euch auch, warum ich da einen leichten Fehler gemacht habe. Was ich aber jetzt hier einfach mal weitergemacht habe in meinem Unwissen zu diesem Zeitpunkt, ist, dass ich meine Sahne in meine Vanillecreme gehoben habe. Das heißt, was ihr auch vorbereiten könnt, wenn ihr den Biskuit anschlagt, ist einen ganz normalen Vanillepudding, eine ganz normale Vanillecreme kochen und die bitte 100% auskühlen lassen. Und ich denke, da weiß jeder, wie das funktioniert, deswegen habe ich euch diesen Schritt im Video mal gespart. Das haben alle schon ganz oft gemacht, also einfach einen Pudding kochen, den 100% auskühlen lassen und da dann die kalte Sahne drunter heben. Und das ist auch schon alles. Ich habe dann gemerkt, dass meine Masse nicht stark genug abgebunden war und mir das immer noch ein bisschen zu weich war. Habe dann nochmal ein bisschen Sahne steif dazu getan, was aber auch hier wieder, wie gesagt, nicht fest genug war. Und ihr seht auch, warum oder woher ich das feststellen konnte, was das dann
an Probleme ausgelöst hat. Lasst mich aber eben noch einmal hier darauf aufmerksam machen, dass ich halt meinen unteren Boden jetzt nochmal mit ein bisschen ganz normalem Maracuja-Saft getränkt habe, weil mir das eigentliche Fruchtfleisch, was ich jetzt hier auf dem nächsten Boden wieder verteile, das war mir einfach nicht genug. Deswegen kam dann nochmal ein bisschen Saft dazu. Also am besten das Fruchtfleisch mit den Kernchen und so da drauf, das gibt immer einen schönen Crunch. Und dann gerne nochmal mit ein bisschen Maracuja-Saft einfach so trinken, der aus dem Tetrapack ist zum Beispiel in Ordnung. Ich habe dann nochmal was von meiner Creme oben drauf gepackt. Und weil mein Kuchen relativ hoch geworden ist, habe ich meine Springform mit nach oben gezogen, damit ich da noch ein bisschen weiter oben aufarbeiten konnte. Bevor meine letzte Cremeschicht jetzt hier oben drauf kam, ist auch mein letzter Boden nochmal mit Maracuja-Saft getränkt worden. Dann kam auch hier nochmal meine Vanillecreme einfach oben drauf. Ich habe das dann bündig mit meiner Springform, mit meiner Winkelpalette abgezogen und dann für bitte mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank gestellt. Und bitte lernt aus meinen Fehlern, stellt die wirklich mindestens 2 Stunden kalt, weil was passiert, wenn ihr das nicht tut? Hier sieht noch alles im grünen Bereich aus. Wenn ihr das Ganze einstreicht, dann quillt das am Rand so ein bisschen raus und ihr habt so lustige Druckwülste, die ihr eigentlich überhaupt nicht haben wollt. Das heißt, erstens, Kühlzeit ist einfach wichtig, dass ihr die einhaltet, damit alles schön gelieren kann, wenn überhaupt genug Geliermittel da ist, und das war bei mir nicht der Fall. Das heißt, in dem Rezept, was ich euch schreibe, ist das auf jeden Fall optimiert, dass ihr genug Sahnesteif und Gelatine einfach dabei habt. Ja, ich habe es drauf angelegt, bin dann damit bestraft worden, dass man das immer so leicht durchschimmern sehen konnte, wie ihr halt hier ganz deutlich seht. Ärgerlich, aber ja, das heißt, schön durchkühlen, bitte genug einfach abbinden, damit ihr diese Rauspresswurst-Dinger, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, damit ihr die einfach nicht habt. Und wenn ihr das beachtet, dann seid ihr eigentlich richtig gut dabei. Okay, lasst uns einfach mal weitermachen, es ärgert mich bis heute noch. Ich habe meine Torten 2-mal eingestrichen, einmal ganz dünn, dann kalt gestellt und dann jetzt hier das 2. Mal etwas großzügiger. Habe das mit meinem Japan-Spachtel am Rand abgezogen und oben den Überschuss dann nochmal mit meiner Winkelpalette und dann auch nochmal für ein gutes Stündchen kalt gestellt. Wo ich dann schon mal weitergemacht habe, ist, dass ich mir meinen Tortenguss hergestellt habe, den wir als Drip benutzen. Und ich habe dafür einen favorisierten Tortenguss, einen Tortengusspulver. Ihr könnt ein ganz normales Tortengusspulver benutzen, was ihr halt so im Supermarkt kaufen könnt. Ich bevorzuge aber das von Patty Versand. Das ist einfach viel, viel klarer und das geliert viel, viel schöner, so wie ich das halt gewohnt bin. Das heißt, das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Das habe ich nach Packungsanleitung hergestellt, nur anstatt mit ganz normalem Wasser habe ich da Maracuja-Saft benutzt. Das war schon alles. Was ich jetzt hier als nächstes mache, was mit der Kamera immer extrem umständlich ist, deswegen breche ich mir da auch den Arm und saue den ganzen Tisch ein. Ich habe die Torte unten einmal mit Keksen abgesetzt. Oh, das ist immer so schwierig, das in der Kamera zu machen. Die habe ich abgesetzt, auf meine Tortenplatte gepackt und zu diesem Zeitpunkt war mein Tortenguss nur noch lauwarm und dadurch war der schon fast so ein bisschen geliert, das heißt, er war ein bisschen chunky, ein bisschen stückig. Wenn der aber zu heiß ist und ihr den auf die Torte gebt, dann schmilzt natürlich die Sahne. Also da müsst ihr mal so ein bisschen pokern. Gerade kalt genug, aber noch nicht zu kalt, als dass ihr schon festen Tortenguss in eurem Topf habt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Bei mir hat es aber geklappt. Ich habe das also in einen Spritzbeutel gefüllt, auch unten in der Infobox verlinkt und habe mir dann so mit meinem Drip einfach einmal um die Torte rum gemacht, weil das Solero-Eis natürlich in der Mitte dieses Creme-Eis hat und drumherum natürlich dieses super leckere Maracuja-Ige. Oh, ich weiß gar nicht, das ist einfach super, super lecker und erfrischend. Und das wollte ich halt mit dem Guss so ein bisschen imitieren. Und ja, habe dann dementsprechend einfach meinen Drip aufgetragen. Ich wollte das nicht komplett damit einstreichen. Ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Aber vielleicht probiert ihr es mal aus, lasst es mich wissen. Ich habe dann den restlichen Guss oben drauf verteilt und da könnt ihr sehen, die Textur ist ein bisschen rau, weil es halt schon leicht geliert ist, aber war trotzdem super lecker. Also das hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht gestört. Ich habe die Torte dann wieder in 12 eingeteilt. Das ist einfach das, was mir am leichtesten fällt einzuteilen, was ich als auch für gerade die Größe von der Torte, die wir hier machen, eigentlich ganz optimal finde. Ihr könnt es aber auch mit mehr oder weniger Stücke einteilen, das ist euch überlassen. Ich habe so als letzten Schritt dann noch Rosetten aufgespritzt.
Die Tülle verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Ich hatte immer noch ein bisschen von meiner Tortencreme über, die ich mir dann halt in den Spritzbeutel gefüllt habe und somit dann meine Rosetten aufspritzen konnte. Und das war dann quasi schon das Ende vom Lied. Obendrauf ein paar Pistazien streuen, wie das funktioniert, könnt ihr euch, glaube ich, selber vorstellen. Und ich hatte noch ein paar Maracuja-Kernchen, die habe ich auch noch oben drauf gepackt. Und das war dann der Anschnitt und die fertige Torte. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt das alles fleißig in die Kommentare. Wenn ihr andere Videowünsche habt, freue ich mich auch von euch zu hören. Vergesst nicht, die anderen Videos anzuklicken und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben!